News und Talks für Gebildete Nummer 43. Wichtig, wirklich wichtig für die Rettung Europas und der Welt waren in letzter Zeit erst einmal nur die zwei Auftritte von Professor Hans-Werner Sinn im Frühschoppen der ARD, im internationalen Frühschoppen. Und bei Thilo Jung und Naiv. Ja? Und dort wurden nochmal die Irrwege deutlich. Also, Professor Sinn sagt zwar richtig, natürlich wäre es schön, wenn wir einen weltweiten Emissionshandel hinbekommen würden, vielleicht erst über einen bestimmten Club, aber Club der Willigen sozusagen. Aber das Problem ist, lösen wir das Klimaproblem, bleiben noch tausend andere soziale Marktwirtschaftsprobleme oder Kapitalismusprobleme. Wieso wollen wir immer eins von tausend Problemen nach dem anderen lösen? Was ist mit Plastik? Was ist mit Umweltverschmutzung? Was ist mit Umweltvergiftung, mit Feinstaub? Was ist mit Krebserkrankung? Was ist mit Übergewicht? Was ist mit Fehlernährung? Was ist mit Selbstmorden? Warum wollen wir also sozusagen das klassisch volkswirtschaftliche Denken sozusagen geht jetzt quasi ein Problem von tausend Problemen, die der Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft erzeugt nach dem anderen an, und das ist völliger Unsinn. So werden wir Europa und die Welt niemals retten, niemals. Ne? Eigentlich ist sozusagen das nächste große Problem ist, also oder das Interessante war, dass Thilo Jung und Professor Sinn aufeinander geprallt sind in einem einerseits sehr freundlichen Gespräch, aber Thilo Jung hat dann schon auch alles ausgepackt, was so das Linksnaive, das antiwissenschaftliche, linke, ungebildete Denken sozusagen hergibt, so an Neid-Tendenzen und so weiter. Also bei diesem Linken, also wobei ich jetzt nicht sicher weiß, ob er das wirklich glaubt, was er da alles gefragt hat und was er alles zum Thema gemacht hat, oder ob er das nur wiedergegeben hat, was so die Linksnaiven in der Gesellschaft, die Ungebildeten, so an Ideen haben. Ja? Also im Prinzip hat er die gesamte Palette dessen geäußert, was uns wieder zu Stalin führen würde, zu Mao und zu Kuba und zu Nordkorea und so weiter, also zu pseudokommunistischen, pseudosozialistischen Diktaturen, weil das Grundmotiv sozusagen eher der Neid war, wie Professor Sinn auch richtig sagte. Thilo Jung konterte mit ja, was ist mit der Gier, ja, das sind die zwei großen Irrtümer. Also wir können den Kapitalismus und den Sozialismus nicht beenden, nur aus dem Motiv des Neides heraus, oh, da sind welche, die sind so reich und denen müssen wir jetzt so viel wie möglich wegnehmen und schaden, die so viel wie möglich enteignen und so weiter und bestehlen und so weiter. Und da hat natürlich Professor Sinn, war da also natürlich der viel intelligentere und viel klügere verglichen mit Thilo Jung, ja, dass er also überall aufgezeigt hat, wo diese Neidstrategie zu großen volkswirtschaftlichen sofortigen Schäden führen kann und wird und würde. Und die Gier gibt's ja eigentlich gar nicht. Die Gier ist also sozusagen, wenn wir den Kapitalismus beenden wollen und die soziale Marktwirtschaft, dürfen wir auch solche Kampfbegriffe wie Gier nicht verwenden. Wenn ein Unternehmer im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft ein Unternehmen aufmacht, ist er schon gefangen. Er muss jetzt zwangsläufig maximalen Gewinn erzielen, weil das alle anderen Firmen auch tun im gleichen Bereich. Und nur wenn er maximalen Gewinn erzielt, kann er maximal werben und kann er sich halten im Markt. Und wenn er irgendwo auf maximalen Gewinn verzichten würde, würden alle anderen ihm davonlaufen sozusagen und er wäre ganz viel schneller pleite, als er gucken kann. Das ist also der
Kapitalismus beinhaltet grausame Wettbewerbszwänge. Und als Unternehmer stellst du dich entweder diesen Wettbewerbszwängen und erscheinst dann gierig sozusagen für den Naiven sozusagen und maximierst den Profit so gut du kannst, oder du gehst, bist von vornherein nicht konkurrenzfähig und stirbst aus als Firma. Und das ist das, was Thilo Jung natürlich nicht sehen kann. Also das heißt, was ist der Zentralfehler von Sinn? Nochmal ganz kurz hier am Schaubild verdeutlicht, dass er als nicht, also als kreationistischer, pseudowissenschaftlicher Volkswirtschaftler sozusagen nicht in Kategorien denkt wie, welche Mutationen gibt es bei Wirtschaftstreibenden und welche Irrtümer führen bei den Wirtschaftstreibenden zu welchen negativen Ergebnissen sozusagen. Das könnt ihr ja in den vielen anderen Videos euch detailliert erklären lassen sozusagen, wie schrecklich die soziale Marktwirtschaft schon vom ersten Tag ihrer Erfindung an war. Und für Professor Sinn gibt es diese Schädlichkeit der sozialen Marktwirtschaft gar nicht. Also schaut euch die anderen Videos an, wo erklärt wird, wie schrecklich der Kapitalismus in Wirklichkeit ist. Also Professor Sinn läuft also sozusagen, ist der Affe, der mit beiden Händen vor den Augen sagt, ich sehe keine Nachteile vom Kapitalismus, ich sehe nichts Gefährliches, ich sehe nicht, dass er Menschen umbringt, dass er Menschen vergiftet, dass er Menschen tötet, dass er Menschen in den Selbstmord treibt. Das sehe ich alles gar nicht, gibt's alles gar nicht, weil ich die Hände vor den Augen habe, gibt's das alles gar nicht, ne? Gut, also das ist halt der Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftslehre und pseudowissenschaftlicher, kreationistischer, anti-naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftslehre. Und Thilo Jung eben mit diesen ganzen, schaut euch das mal an, Thilo Jung und Professor Sinn, ja, diese ganzen Neidfragen so quasi, wenn wir so hingehen, und so den Kapitalismus beenden, landen wir schnurstracks bei Stalin, bei Hitler, nicht bei Hitler direkt, sondern bei Stalin und bei Mao und so weiter. Ja, Hitler, diese Assoziation passt besser zu Never Forget Nikki. Der hat also das Ende der Fridays for Future prognostiziert. Und es ist natürlich zu sehen, dass dadurch, dass die Fridays for Future alles tun, um das Lösungsangebot der zweiten Scientists for Future 2, der neuen Galileis, nicht anzunehmen, also die Fridays for Future haben sich damit längst gegen Wissenschaft gestellt, weil sie sozusagen die Spitze der Naturwissenschaft nicht akzeptieren, sondern nur die Wissenschaftler, die ihnen genehm sind. Und wahrscheinlich sind viele bei Fridays for Future auf dem Niveau von Thilo Jung, nämlich auf dieser Neid, auf diesen Neidgefühlen und so weiter. Viele, viele Ortsgruppen eben auch von Enteignung reden und von Vergesellschaftung. Ich muss es noch einmal abschließend zu diesem Punkt sagen. Wenn wir den Kapitalismus beenden und die soziale Marktwirtschaft beenden, dann kommt der echte Kommunismus nicht, indem wir neidisch anfangen rumzustehlen und zu enteignen und Eigentum in Frage zu stellen und so weiter, sondern der echte Kommunismus entsteht, wenn er im genetischen Material der Menschen drin ist, und da bin ich ganz sicher, dann kommt er als natürliche Sozialform genauso natürlich, wie wenn wir zum Beispiel ein Rudel an Löwen, das in Einzelhaft in Zirkuskäfigen gefangen war, wenn wir das in die Natur versetzen würden, dann würde ich auch davon ausgehen, dass dann 1, 2, 3 Generationen später automatisch sich die natürliche Löwenrudels-Sozialform wieder bildet, weil sie in den Genen der Löwinnen und Löwen drinsteckt,
sozusagen. Und genauso ist es auch bei Menschen, der dritte Schimpanse, der Mensch ist ja nichts anderes als der dritte Schimpanse, auch er wird, nachdem er wieder durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft regelrecht ausgewildert wird, also wieder in seine natürliche, also quasi von dem Käfigen und vom Gefängnis und von der Gehirnwäsche des Kapitalismus und den ganzen moralischen Verboten des Kapitalismus befreit ist sozusagen. Wenn der Mensch befreit ist, also der dritte Schimpanse frei ist, dann wird er von selbst wieder tendieren, spätestens nach in der zweiten, dritten Generation wieder den echten Kommunismus zu leben. Und ich hoffe, dass das einige auch früher können. Und aber alles auf der Basis von Freiwilligkeit, maximaler Demokratie, also höchst demokratischen echten Kommunismus, der kommt von selber. Da brauchen wir gar nichts zu tun. Wir müssen nur den Sozialismus, den Kapitalismus, wir müssen nur die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus schrittweise beenden und dann entsteht von selbst der echte Kommunismus, Sozialismus. Wenn wir da versuchen nachzuhelfen und in Wirklichkeit hinter diesen Nachhilfen der Neid steckt, dann werden wir zu gar nichts kommen. Der Kommunismus kommt ganz von selber, wenn die natürliche Sozialform sich wiederherstellt, nämlich wie sie vor 400.000 Jahren war, dass, wo die Männer alles, was sie erwirtschaftet haben, gefunden haben, den Frauen und Kindern der Gruppe, der Kommune geschenkt haben sozusagen. Ja? Also wenn wir die Affenhorden und die Homo erectus Horden vor 400.000 Jahren, wenn wir das alles mal als Kommune bezeichnen, dann haben wir eigentlich ein Bild des echten Urkommunismus vor uns und wir hätten dann halt den modernen Kommunismus mit moderner Technologie sozusagen. Also das heißt, und Never Forget Niki, habe ich ja schon gesagt, kann man völlig vergessen, weil er wie Professor Sinn die Nachteile dieses Systems nicht sieht, weil er die evolutionsbiologische Perspektive nicht sieht. Also nochmal ganz deutlich machen hier, also hier an den anderen Videos immer schauen, hier laufen Evolutionsprozesse ab, wodurch die soziale Marktwirtschaft vom ersten Tag an beginnt, zum Massenmörder zu werden, Kriege zu provozieren, Menschen zu töten, Menschen zu vergiften und sozusagen die normale soziale Marktwirtschaft lässt sich nur mit einem Wort umschreiben: schlechter Markt im Gegensatz zum guten Markt. Der Kapitalismus ist schlechter Markt und schlechter Markt produziert Schlechtes für alle Beteiligten. Ne? Und genauso hier nochmal dieses Bild. Also was Professor Sinn und Never Forget Niki fehlt, ist dieses Denken in Evolutionsverläufen, in Evolutionsbäumen. Wer hat wie viel Nachkommen, weil er welche Irrtümer trägt und mit welchen Irrtümern die Menschen die uns alle vergiften. Ja, zum Beispiel gerade großes Thema auch nachher noch die Zuckerlüge. Ja, also als Beispiel komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ganz kurzer Ausflug jetzt nur mal zwischendurch auf die Tagesschau. Die Tagesschau hat wohl eine große Sendung gemacht, auch mit der Deutschen Umwelthilfe. Ja, nochmal ein Satz aus der Homepage der zweiten Scientists for Future 2. Wie können Sie nur so völlig und absurd naiv sein sozusagen, dass sie denken, die Deutsche Umwelthilfe oder Greenpeace oder all die anderen Verbände, siehe das entsprechende Video dazu, hätten irgendetwas mit Umweltschutz zu tun. Ja, wie können sie sowas Absurdes denken, wo doch die Geschäftsführer all dieser Organisationen sofort ihren Job verlieren würden, wenn sie es zulassen würden, dass die zweiten Scientists for Future 2 die gesamte Umweltproblematik beenden, indem sie die Firmen sozusagen durch Rahmenbedingungen dazu zwingen, so nach dem Motto, große Gewinne könnt ihr nur noch machen, wenn ihr die Umwelt entgiftet,
gereinigt, repariert, das Klima repariert, wenn ihr also quasi überall Lebensbedingungen für die Menschen schafft, die von absoluter Giftfreiheit gekennzeichnet sind und so bessere Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten erzeugt. Also dann nochmal ganz kurz hier Wohlfühlnoten, wo haben wir sie? Also sozusagen schlechter Markt. Also Kapitalismus ist identisch mit schlechter Markt. Und schlechter Markt bedeutet, dass er über Leichen geht, dass er keine Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen nehmen darf als Kapitalismus sozusagen, als soziale Marktwirtschaft. Und erst wenn die meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitskosten, wenn die über alle Gewinne aller Firmen entscheiden, erst dann werden die Konzerne mit ihrer Milliardenmacht die gesamte Erde wieder in einen sauberen, giftfreien Zustand überführen. Und das versuchen die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace und all diese Organisationen evolutionsbiologisch, müssen wir uns wieder hier in diese Bäume hineinschauen, ja? Evolutionsbiologisch muss jeder Geschäftsführer sozusagen dem Evolutionsprozess folgen, wenn ich es zulasse, dass meine Geldquelle, nämlich die Umweltverschmutzung, beendet wird, dann verliere ich meinen Job. Und würde ja in der Evolution aussterben. Und bevor ich meinen Job verliere, sorge ich dafür, dass die zweiten Scientists for Future 2 nach Möglichkeit nicht das Problem lösen, von dem ich gut leben kann, sozusagen. Also kapitalistische Umwelt-NGOs sind die Feinde des Umweltschutzes, weil sie davon leben. Ja, also Tagesschau, wie können sie nur so naiv sein, zu denken, die würden dem Umweltschutz dienen. Das dürfen sie nicht, weil sie sonst ihren Job verlieren würden. Ja? Dann zu Österreich. Hier im Video steht ja Aussies, also zu den Aussies Österreichern. Talk im Hangar 7. Da war das Thema Feindbild Mann. Ja, also nur zwei Bemerkungen dazu. Die Ungleichbezahlung von Mann und Frau, die ist etwas im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, ist die zwangsläufig und automatisch. Überhaupt im Markt, solange es Marktgeschehen ist, ist die automatisch, solange eine Frau für ein Unternehmen immer das Risiko darstellt, dass sie in die Kinderbetreuung geht, kann ich natürlich nicht so viel Geld in sie investieren, wie ich in einen Mann investieren kann, der wahrscheinlich wie seltener in die Kinderbetreuung geht. Also wird es automatisch immer eine höhere Bezahlung für Männer bei gleicher Arbeit geben wie für Frauen. Das ist zwangsläufig, kann ich nicht ändern. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu ändern, und die haben natürlich die zweiten Scientists for Future 2 wieder im Angebot, nämlich, dass sie sozusagen jede Frau in Deutschland ab dem Moment steuerfrei stellen, entweder zu 100%, darüber müssen wir diskutieren, 190, 70, 80, 70, 60%, das muss diskutiert werden, ich neige zu 100%, dass also eine Frau zu 100% steuerfrei gestellt wird ab der Geburt ihres Kindes, und dass sie sozusagen das Kind selbstverständlich mit an die Arbeit bringen soll, denn das Kind gehört zur Mutter, zum Stillen, und sie kann sich selbst aus einem Pool aussuchen, eine ihr sympathische Kindersekretärin auf Staatskosten sozusagen, die mal mit dem Kind spielt, mal mit dem Kind in den Betriebskindergarten, der von Staats wegen finanziert wird für jedes Unternehmen oder auch für mehrere kleine Unternehmen zusammen in der Nachbarschaft sozusagen finanziert wird, und dort spielen die Kinder und die Kindersekretärin bringt das Baby zum Beispiel immer wieder zum Stillen zur Mutter, und die Mutter mal hilft die Kindersekretärin der Mutter bei der Arbeit während des Stillens und so weiter, nimmt Diktate auf, tippt sie in den Computer oder was auch immer, und es bildet sich dann so eine Arbeitsteilung, wo also quasi stillende Mutter am Arbeitsplatz mit mehreren Kindern sozusagen zur Selbstverständlichkeit wird.
wird und zur Normalität wird. Das ist der einzige Weg und in dem Moment haben wir übrigens dann auch schon keine Ungleichbezahlung mehr, weil die dadurch, dass die Frauen steuerfrei sind, sobald sie Kinder haben, vielleicht muss man das dann so staffeln, dass sie, was weiß ich, beim ersten Kind 70% steuerfrei sind, wenn ein zweites Kind dazu sind, dann 80% steuerfrei und beim dritten Kind 90% steuerfrei und dann beim vierten Kind 100% steuerfrei und dann vielleicht nicht mehr steigend, denn so viele Kinder brauchen wir ja nun auch wieder nicht oder vielleicht müssen wir staffeln 70 oder 80, 90, 100 staffeln, 100% staffeln, denn wir mehr als drei Kinder sollten wir auch nicht bekommen, denn wir sollten ja schon überlegen, ob wir nicht eine Bevölkerungsgröße von 50 wollen. Das wäre eine Sache für einen schönen Volksentscheid. Wie groß soll Deutschland werden? 50 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, 60 Millionen? Also im Moment habe ich so im Kopf die Zahl 50 Millionen, aber es kann auch sein, dass das zu viel ist. Muss man schauen, was man zu was für eine Diskussion kommt und damit ein anderes Thema, was wir aber heute nicht als Fass aufmachen können, nämlich die Überbevölkerung, ja, wie wir das beenden, nur wie man das beenden sollte. Das wäre übrigens ein Thema, das könntet ihr in die Kommentare reinschreiben. Ja, was ist mit Überbevölkerung? Wie sehen da die Lösungen aus? Wie gehen eigentlich Naturvölker mit dem Thema Überbevölkerung um? Welche Mechanismen erkennen Naturvölker, um Überbevölkerung zuverlässig zu verhindern? Welche Mechanismen haben eigentlich Säugetiere, hochentwickelte Säugetiere? Warum gibt es bei Schimpansen, Bonobos eigentlich keine solchen Massenüberbevölkerung wie beim dritten Schimpansen? Wieso hat die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus Massenüberbevölkerung erzeugt und so weiter? Das sind die richtigen Fragen. Guckt mal, was ihr dafür für Antworten habt. Die könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, sozusagen. Dann Daniele Ganser. Und Fridays for Future war ein Thema. Daniele Ganser wieder in einer aktuellen Sendung zu sehen. Also Friedensprediger würde ich ihn mal nennen. Also denn für mich ist er natürlich auch wieder nur ein Pseudowissenschaftler, da er ja wieder sozusagen antinaturwissenschaftlich ist. Also eigentlich ist es, bei ihm ist alles eine nutzlose Friedensrhetorik. Wobei ich ja schon mal angedeutet habe, dass er da durchaus ins Verschwörungstheoretische hineingeht dabei. Und am Ende läuft bei ihm auch alles auf eine Art Psychologisierung hinaus. Er hat also deutlich gemacht, wie er selbst mit seinen eigenen Zornmomenten umgeht oder mit seinen eigenen Frustriertsein umgeht sozusagen. Und diese Billigpsychologie, die er dort bringt, die läuft darauf hinaus, als Anleitung, sich alles gefallen zu lassen. Also eine Art buddhistisches Achtsamkeitsmissverständnis. Der Buddhismus ist ja sowieso ein Missverständnis in sich, ne? Habe ich ja schon deutlich gemacht in dem Interview über den Dalai Lama. Also das läuft dann, der Daniele Ganser hat eine Strategie gefunden, wie er es schafft, sich alles gefallen zu lassen, sozusagen. Ja, und das ist natürlich eine völlig falsche Strategie, sozusagen. Ja, dann, Frieden schaffen wir nur durch eine Reform statt Gerede. Also hier wieder noch einmal deutlich machen, wie laufen die Evolutionsprozesse. Der Händler hat Steinäxte dabei, der eine erzählt die Geschichte, wie eine andere Gruppe die andere besucht hat und was für eine nette Party das war und erzählt von der Party, hi, wer da alles mit wem geknutscht hat und so weiter, ja. Und der andere das eine war dieser Waffenhändler und der andere Waffenhändler, der erste mit den Steinäxten kurz nach der Erfindung der sozialen marktwirtschaftlichen Tauschhandelsform, der hat Steinäxte dabei und erzählt,
eine Irrtumsgeschichte, die er irgendwo falsch übersetzt hat, nämlich dass eine Gruppe die andere überfallen und totgeschlagen hätte, erzeugt damit Ängste in den Zuhörern, die aus den Ängsten heraus kaufen die Zuhörer mehr Steinäxte und schon kann er zwei Kinder ernähren, es entstehen zwei Filialen, die alle weiterhin diese Irrtumsgeschichte erzählen und die Menschen zu Krieg aufhetzen. Und heute haben wir riesige Waffenkonzerne, die also uns alle zu Kriegen aufhetzen sozusagen. Das können wir nur beenden, indem der Vorschlag der zweiten Scientists for Future 2 lautet da in die Richtung, wenn im nächsten Jahr von der UNO gemessen die Zahl der Kriegsgetöteten sozusagen um 5% zurückgibt, nur dann bezahlen die Staaten der Erde ihren eigenen Rüstungskonzernen, halten deren Dividenden noch konstant, und so dass niemand etwas verliert, wenn die Rüstungskonzerne sich umdefinieren in Friedensförderungskonzerne, Friedensarbeiter ausbilden, in alle Krisengebiete schicken und sich dafür entschuldigen, dass man über Jahrhunderte die Menschen zum Krieg aufgehetzt hat und jetzt hilft, bei den Verhandlungen jetzt Frieden zu schließen und dass das Blutvergießen auf der Welt aufhört. In dem Moment stellen sich die amerikanischen Rüstungskonzerne, wahrscheinlich die größten Kriegstreiber auf der Erde, vor, dass die, wenn die von der USA-Regierung nur noch im Zuge der Beendigung des Kapitalismus nur noch Geld bekommen, also nur noch die Dividenden hochgehalten werden, wenn die Zahl der Getöteten pro Jahr um 5% zurückgeht, dann haben wir nach 20 Jahren eigentlich nach 20 Jahren wird niemand mehr auf der Erde getötet durch Gewalt und die bekommen, also man kann das natürlich auch so machen, dass die Dividenden dann steigen, wenn die Zahl der Getöteten sogar um 10% zurückgehen pro Jahr, ja, zum Beispiel, dann kann man das natürlich leistungsmäßig staffeln. Und dann haben wir endlich Friedensförderungskonzerne, die nur noch eine vorübergehende eventuelle Defensivraketenrüstung, also defensive Raketenringe rund um Europa oder so bauen und ansonsten dann in Abrüstung investieren und immer weiter abbauen und am Ende kriegen die Leute ihre Dividenden dafür, dass Frieden herrscht auf der Erde. Und das machen sie mit ganz wenigen Personal und all die anderen, die dann nicht mehr gebraucht werden, werden zum Beispiel in der Sonnenenergie oder in anderen neuen Wirtschaftsbereichen tätig und so weiter. Dafür sorgt ja dann, da gibt es ja dann den Vorschlag von der neuen Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung, die dafür sorgt, dass keiner, nach Möglichkeit kein Mensch auch nur noch einen Tag arbeitslos wird. Ja, das ist ja das Konzept der zweiten Scientists for Future 2. Könnt ihr ja auch alles in den anderen Videos nachhören. Ja, und bei Arte gab es hier die Sendung, ist gerade noch zur Auswertung, das Gift Zucker. Da ist also ein Arzt, der sich jetzt mal Klartext spricht, der sagt, Zucker ist ein Gift, das uns alle vergiftet. Ja? Aber man muss dazu sagen, diese ganzen Berichte, auch Franz Kons, der ja schon verstorben ist und ein Riesenbuch darüber geschrieben hat, wie unser Ernährungssystem und unser Gesundheitssystem, uns das kapitalistisch-sozial-marktwirtschaftliche Ernährungs- und Gesundheitssystem uns alle umbringt, vergiftet und krank macht, in den Krebs treibt und so weiter. Das ist alles wertlos, weil das ist keine Lösung. Eine Lösung beginnt erst dann, wenn ich anfange hier, da sind wir wieder, wenn ich dem Händler sozusagen dann, ja, wo ist es hier denn, dann nur noch dann Gewinne gebe, Gewinnzuschläge von der Krankenversicherung gebe, und zwar ganz großzügig, wenn meine Wohlfühlnoten besser werden und ich nie krank werde und meine Gesundheitskosten sinken. Ja, also quasi erst dann fängt der Händler, genauso auch der Arzt, an,
an meiner Gesundheit vital interessiert zu werden. Und dann wird sich alles, der wird seinen ganzen Markt umbauen in einen Gesundheitsverführungsmarkt, weil er genau weiß, am meisten Profit mache ich nur noch, wenn meine Kunden gar nicht mehr krank werden. Also werde ich alles tun, dass ich sie eigentlich verführe zu der gesündestmöglichsten Nahrung, die wir vielleicht völlig neu erst wieder wachsen lassen müssen auf entgifteten Böden und so weiter. Aber gut, das reicht so viel. Also ich hoffe, es ist noch einmal deutlich geworden. Ohne echte Naturwissenschaft, ohne naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre schaffen wir den gekonnten Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und aus dem Kapitalismus nicht. Mit irgendwelchen hirnrissigen Neiddebatten und so weiter kommen wir zu gar nichts, sondern da landen wir bei Stalin und bei Mao und bei Nordkorea und all so ein Blödsinn wieder. Also, ja, bis bald, das war's für heute.